So, da sind wir wieder vor dem tollen Tempeltor. Und ich höre schon die ersten Dinos. Die dann aber zum Glück weggehen. Oder auch nicht. Das macht ihnen kaum Schaden. Also die Blitzbomben. Besser. Stirb. So. Stirb. Aua. Okay, ich verfolge folgende Strategie. Immer zwei töten. Ah, Tür runter. Und schlafen. Und ja, das ist fast genau dieselbe Strategie, die ich auch bei Normalspielen, beim normalen Durchspielen immer genommen habe. Wobei das im Torum-Modus noch ein Tücken schwieriger war. Ich bin mal gespannt, wie die Viecher hier respawnen. Ich habe hier jetzt zwei umgebracht und dahinter ist gleich noch einer. Gewesen. Und da ist noch einer gleich. Und sie wollen alle immer von mir ein Stück abbeißen. Das war nicht so gut. Das war gar nicht gut. Trank trinken. Gesterben. Oder beißen, genau. Tschüss. Wieder schlafen. Ich habe so lange das Gefühl, dass wir gar nicht richtig vorankommen. Weil die da... Da, genau. Aber hier können wir wenigstens rumtanzen mit dir. Und treffen dich kein einziges Mal. Aber wenigstens hat die Blitzbombe gesessen. Aua. Ja. So. Jetzt will ich mal kurz gucken. Du bist nur ein Steak. Du bist auch nur ein Steak. Nein, uns einsperren wollte ich nicht. Okay. Unter dem Dino-Fleisch liegt schon mal kein Schlüssel. Gut. Und jetzt, wo lang weiter? Versuchen wir es mal hier lang. Ein Dino. Ein einzelner Dino ist noch annehmbar. Wenn ein zweiter kommt, rennen wir panisch weg. Aua. Wenn uns der erste sofort beißt. Auch kein Schlüssel drunter. Ah. Puh. Nein, das ist falsch. Das macht ihm keinen Schaden. Das macht ihm Schaden, aber. Auch wenn es nicht viel ist. Und ja, ich verballer hier all meine Blitzbomben. Weil wirklich brauchen, tun wir sie nicht mehr. So. Als nächstes kriegt sie gleich Feuerbomben. Und dann, ja, springen wir schon wieder in ein Dino rein. Du trinkst mal einen Heiltrank. Kriegt da eine Feuerbombe ab. Und ja, die
Viecher sind einfach nervig, weil es so viele sind. Und weil sie so unglaublich stark sind. So. Und ich habe dich gesehen. Eisenschlüssel. Moment, Eisenschlüssel. Und ich ziehe mich jetzt eh zurück. Eisenschlüssel ist nämlich hoffentlich nein, hier dreht sich nichts mehr. Eisenschlüssel für Chitinhandschuhe. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Wer trägt, hat die jetzt gerade Chitinhandschuhe? Machen plus 9 Protection. Nein, danke. Das war alles. Da will mich wohl wirklich einer verkohlen, oder? Na gut. Wieder zurück zu den Dinos und da kurz innehalten. Puh. Ich weiß, wir müssen in dem Dino-Bereich zwei Sachen erledigen. Erstmal kurz hier rumgucken. Hier ist eine Sackgasse. Ich weiß, es gab im alten Dino-Bereich ein Secret. Das es vielleicht hier auch immer noch gibt. Aber es gab im Dino-Bereich auch noch was anderes Wichtiges zu erledigen. Und nein, 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 nein. Nein, nein. Gegen einen habe ich nichts. Du darfst ruhig hier mit mir spielen. Aber dein Bruder lässt du... lässt du gefälligst zu Hause. So. Na genau. Das ist noch einer. Jetzt muss ich mich hier wieder zurückziehen. Und immer gucken, ob der andere mir nicht gleich in den Rücken fällt. Komm. Und ich treffe die auch so schlecht. So, Piercing Strike hat ihn erledigt. Und da ist er wieder. Ich hoffe mal, du bist der Einzige. Mit deinem anderen Artgenossen möchte ich nicht spielen. Hoffentlich war da nicht gerade einer. Nein, das war ist was anderes da hinten. So. Knopf. Knopf hat irgendwas aufgemacht.
Ah, nicht so planlos umherrennen. Also da ist ein Knopf, der hat irgendwas. Sieht aus wie das hier. Eine Heal Potion. Wie gut. Nein, ich will nicht ins Menü. Also wirklich das hier. Ah, hier ist schon mal der Ausgang. Noch eine Feuerbombe. Kurz raus hier. Weil das hier ist der Ausgangsweg. Hier habe ich kurz die Ruhezeit, um... neue Tränke zu machen. So, drei leere Fiolen. Und um kurz ein kleines Nickerchen zu halten. Oh, und ein Traum. Punkt, Punkt, Punkt. Du musst vorsichtig sein. Sie leben hier und sie werden dich stoppen wollen. Sie fürchten, dass du ihre Vision ungeschehen machst. Oder ungeschehen machen könntest. So, das ist genug gerastet. Ich will nicht riskieren, dass zu viele Wüsten spawnen von den nervigen Viechern. Da lang und da lang geht es noch weiter. Aber ich gucke erstmal hier lang. Denn ich muss zwei Dinge finden. Das erste, was ich finden muss, ist ein Hebel. Ah. Wo kommst du her? Nicht gut. Das ist nicht gut. Hier können wir tanzen. Vorausgesetzt, da kommt nicht noch einer von deinen Freunden. Da ist schon mal ein goldener Schlüssel. Nee, ein Ornamentschlüssel. Und ja, den Bereich, da müssen wir öffnen. Und da ist auch schon der Hebel dazu, Gott sei Dank. Komm, stirb. Aua, das hat jetzt Talisa getroffen. Ich glaube, Elana wäre nach einem Biss instant tot. Heilkraut. Genau, wir müssen nämlich auf diese Druckplatte draufstehen. Energiepotion. Die wird dann nämlich ausgelöst und bleibt eingerastet. Aber zur Not legen wir noch eine Fackel drauf. So, und jetzt wieder da rum und raus hier. Und das bitte, bitte ohne zu großen Zwischenfall. Bist du ein Stein? Ja, du bist ein Stein. Steine bringen in dem Spiel Glück, deswegen kommen die mit. Und Gott sei Dank.
Gott sei Dank hat das ein Ende. Rasten. Wir sind jetzt eine Folge lang durch diesen Dino-Dungeon gekrochen. Das muss jetzt auch noch sein, oder? Sie kann gleich mal wieder einen Zauber vorbereiten. Frostbolzen. Ja, das ist genau der einzige Punkt im ganzen Spiel, wo meine Elana nutzlos ist. Man hat ja gesehen, mit dem Fire Burst habe ich mickrigen Schaden angerichtet. Ich hätte ja vielleicht noch... zeig mal kurz, Feuermagie. Oh, hätte ich hier 13 geben müssen. Das wären noch mehr als 2 Level-Ups gewesen. Hey. Aber gut, wir haben es trotzdem durchgeschafft. Ich würde sagen, jetzt speichere ich erst einmal wieder. Bis gleich.